So hinsichtlich der Arbeiten jetzt von der Dortmunder Gruppe, es ist natürlich nicht repräsentativ hinsichtlich dessen, was wir tatsächlich konkret zurzeit machen. Es gibt ja Personen, die arbeiten jetzt mit skulpturell, irgendwie, was weiß ich, mit Dingen, die einfach jetzt für uns nicht zu transportieren waren. Postoje i umetnici koji rade sa skulpturama, znači predmeti koji jednostavno nisu mogli da se transportuju. Ich arbeite mit Erde, die ich jetzt irgendwie an verschiedenen Orten der Welt finde und die Arbeiten sind auch sehr schwer, dass ich da auch schon innerhalb Dortmunder Hängung Probleme kriege, so dass ich meine Arbeiten zu schwer wäre. Das heißt, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir von der Dortmunder Gruppe machen. Ja, lično recimo radimo ove dosta sa zemljom koja ovaj potiče iz mnogih krajeva sveta, što je onda isto ovaj teško što se tiče ovaj onda smeštanje i transportovanja u izložbe. Frau Köttke? Ich freue mich hier zu sein und gebe meinen Kollegen recht. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir per Plane mit dem Flugzeug kommen, nicht das zeigen können, was vielleicht unsere Herzstücke sind. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem eine vielschichtige Kollektion gefunden haben, um sie euch zu präsentieren. Raduje me da sam ovde. Isto tako bi se priključila mišljenju da pošto smo došli avionom nije moglo sve da se transportuje, ali nada se da ćemo sa ovim izloženim radovima jednu raznoliku izložbu prikazati. Also ich möchte mich auf jeden Fall auch ganz herzlich bedanken, also insbesondere bei dir, Maja, aber auch irgendwie bei all den Vertretern der Stadt Novi Sad, die uns diese Ausstellung jetzt irgendwie hier ermöglichen. Und auch im vergangenen Jahr. Und das Wichtige ist für mich jetzt nicht nur, ich sag mal, die Dinge, die irgendwo hängen oder stehen, sondern der Kontakt, die Begegnung, irgendwie so das Gefühl, vom Herzen hier zu sein und dann eine schöne Verständigung zu haben. I predsjednicima grada što sam vam pustio da ovu izložbu održimo ovde, kao i prošle godine. I nije reč samo o izložbi, nego i o kontaktu između ljudi, između umetnika.